Grüßt euch. Der DFB-Schiedsrichter Manuel Gräfe hat vom Landgericht Frankfurt am Main insgesamt 48.500 Euro Entschädigung aufgrund einer Altersdiskriminierung zugesprochen bekommen. Der Schiedsrichter Gräfe hat seit 2004 regelmäßig Spiele der ersten Bundesliga gepfiffen. Nachdem er aber 47 Jahre alt geworden ist, hat der DFB ihn ab der Saison 2021/22 nicht mehr in die Schiedsrichterliste aufgenommen. Das heißt, er wurde dann nicht mehr angesetzt. Hintergrund ist der, dass es beim DFB einfach gang und gäbe ist, Schiedsrichter ab 47 Jahren nicht mehr einzusetzen. Man hat das auch nicht irgendwie anders begründen können von Seiten des DFB, zum Beispiel damit, dass er nicht mehr fit gewesen sei oder ähnliches. Er war wohl fit und auch sonst gab es keine Gründe, nur einfach, weil man beim DFB sagt, ab 47 setzen wir die Schiedsrichter nicht mehr ein, wurde er nicht mehr eingesetzt. Dagegen hatte er geklagt, und zwar auf Entschädigung wegen einer Altersdiskriminierung. Dabei beruft er sich auf das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz und hier heißt es in § 1 AGG, dass das Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen zum Beispiel des Geschlechts, der Religion, der sexuellen Identität oder auch des Alters zu verhindern. Das Landgericht Frankfurt hat ihm dann dahingehend Recht gegeben und gesagt, dass diese Altersgrenze von 47 Jahren willkürlich sei und es sich dabei um eine Diskriminierung aufgrund des Alters handele. Auch konnte der DFB nicht mit irgendwelchen wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Beispiel nachweisen, dass es typischerweise so ist, dass ab 47 die Leistungsfähigkeit abnimmt. Der Schiedsrichter Gräfe hat deshalb 48.500 Euro als Entschädigung zugesprochen bekommen. Dazu noch ein kurzer rechtlicher Hinweis. Die Bundesliga-Schiedsrichter sind wohl alle selbstständig tätig, soweit ich gesehen habe. Das heißt, es sind keine angestellten Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen. Das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz gilt aber sowohl für Selbstständige als auch für Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer, völlig unabhängig auch vom Umfang der Tätigkeit. Das heißt, ein Vollzeitbeschäftigter kann sich genauso darauf berufen wie zum Beispiel eine Minijobberin. Nächste Woche gibt es auf diesem Kanal noch ein Video zum Thema Diskriminierung im Bewerbungsverfahren aufgrund einer Schwerbehinderung. Wenn dich solche Themen generell interessieren, dann abonnier doch gern den Kanal. Ansonsten interessiert mich natürlich deine Meinung zu diesem Video. Hat das Landgericht Frankfurt hier deiner Meinung nach richtig entschieden? Schreib's gerne in die Kommentare. Bis dann, ciao.